Also man gibt den Seed Village ein und wird direkt bei einem Dorf gespawnt. Das ist ja wohl das Geilste überhaupt. Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video und heute ist es mal was komplett Neues. Ich habe es nämlich hinbekommen, wie ihr seht, Forge zu installieren und nicht nur Forge, sondern auch Shader. Und ja, ich habe mir dann einfach mal so eine Welt erstellt und habe mir gedacht, so ja, ist ja mal ganz cool, sich einfach die Landschaften anzuschauen. Und dann habe ich die Welt erstellt und es ist ein, wie ich finde, mega cooler Seed rausgekommen. Und ich wollte euch heute einfach mal zeigen, was das für ein Seed ist. Und jo, deshalb gebe ich den jetzt mal ein, ich kopiere mir den hier mal eben. Ich blende ihn euch jetzt mal ein, was der Seed ist. In der Beschreibung wird er auch nochmal sein, also keine Sorge. Dann erstelle ich eine neue Welt, also ihr wisst ja bestimmt, wie das geht. Und zwar gibt es bei diesem Seed zwei Dörfer. Deshalb nenne ich das einfach mal so. Müsst ihr nicht machen, ihr könnt es nennen, wie ihr wollt. Kreativmodus, dass ich jetzt halt rumfliegen kann. Und dann Seed für den Weltgenerator minus 796143154371228204. Okay, cool. Das war der Seed. Jo, könnt ihr auch einfach kopieren. Müsst ihr nicht selbst eintippen. Und dann halt einfügen. Und jo, jetzt erstellen wir mal die Welt hier. Ich habe es ja auch, wie gesagt, hinbekommen, endlich die Shader einzustellen. Und ich finde, es sieht alles mega episch aus. Guckt es euch einfach mal an. Ohne Spaß. Das ist jetzt der, wie heißt der Shader? Ich zeige es euch mal eben. Das ist der Visioncraft V2 Shader. Und ihr seht schon hier hinten am Horizont, wenn man hier mal langfliegt, das sieht einfach so wunderschön aus, finde ich. Wenn man hier mal langfliegt, sieht man schon direkt das allererste Dorf. Also hier vorne bin ich gespawnt und ich bin einfach 10 Blöcke gelaufen. Also circa. Und man sieht einfach direkt das erste Dorf. Und das ist auch kein kleines Dorf. Das ist ein Riesending mit einer Schmiede. Was drin ist, zeige ich euch gleich. Und ich zeige euch erstmal hier die Umgebung. Da sind hier irgendwelche heftigen Schluchten. Und es ist einfach so heftig geil, finde ich. Was weiß ich, wie viele Dias hier überall verborgen sind. Und hier ist dieser epische Eingang zu der Schlucht. Und es sieht einfach alles so heftig gut aus. Und auch durch den Shader, finde ich, sieht das einfach alles so traumhaft aus, Alter. Wenn man hier zum Beispiel, gerade eben hat man es gesehen, ich bin hier entlang geflogen und dann die Sonnenstrahlen und so, das ist einfach so geil. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welchen Shader ihr schön findet. Den hier finde ich zum Beispiel jetzt selbst sehr schön. Und ich fliege mal ein bisschen hoch, dass ihr sehen könnt, hier vorne ist ein Feld, hier ein Feld, hier ein Feld, hier ein Feld. Also wenn ihr hier rauskommt um Essen, müsst ihr euch schon mal keine Sorgen machen, wenn ihr den Seed eingebt. Und ja, jetzt gehen wir einfach mal in die Schmiede rein. Also ihr habt hier auch so eine, ich weiß nicht genau, wie das Gebäude heißt, aber es gibt hier auch, nee, das ist es nicht, es gibt auf jeden Fall auch eine Bibliothek, nicht wie im Stronghold, aber ja genau hier. Und da habt ihr auch ein paar Bücher und habt direkt eine Werkbank, könnt halt reingehen, euch hier schön was craften und hier bei diesen Wucherpreisen euch was gönnen. Und ja, wenn wir hier in die Schmiede reingehen, können wir mal schauen, was es gibt. Ist ja immer so, hier habt ihr Lava, könnt ihr euch Obsidian machen. Zwei Obsidianblöcke. Und hier ein Ofen direkt, also ihr könnt erstmal chillen, müsst diese ekligen Sachen nicht craften. Und hier ist die Truhe, guckt mal rein, ein Sattel. Sattel sind ja ultra rare, wenn ihr ein Pferd finden wollt oder so. Dann habt ihr hier 6 Obsidian, 10 Stück braucht ihr für ein Nether-Portal, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn es falsch ist, dann tut es mir leid, aber ich glaube es waren 10. Und dann habt ihr hier noch einen Eisenhelm und Setzlinge, was erstmal alles ganz cool ist. Aber es war ja nur das erste Dorf von beiden. Und ja, ich werde euch heute außerdem zwei Seeds zeigen. Der zweite ist einfach ein lustiger Seed, weil das ist ein totaler Zufall, wie ich da hingekommen bin. Und so, jetzt müsst ihr mal gucken, wo ich gespawnt bin. Ich habe das halt alles so komplett ohne Koordinaten und so gemacht. Da ist das andere Dorf. Ich glaube, jetzt muss ich einfach ein Stückchen hier in diese Richtung fliegen. Also hier vorne sind wir ja gespawnt, in diesem kleinen Wald hier. Dann dreht ihr euch einfach in die Richtung, upsa, und fliegt drauf los. Was ein bisschen komisch ist bei dem Shader, der fokussiert immer so komisch. Also der stellt Sachen scharf oder halt nicht. Und manchmal ist das ein bisschen komisch, aber ich glaube, wir müssen nur noch ein bisschen hier in die Richtung fliegen. Und dann sind wir auch schon da beim zweiten Dorf. Ich bin leider mega schlecht da drin, nach Koordinaten zu fliegen. Ich kann euch jetzt nochmal die Koordinaten einblenden. Ich habe nämlich einen Screenshot davon gemacht gehabt, aber in diese Richtung hier müsste es ungefähr gehen, hoffe ich mal schwer. Und ich glaube aber, es ist falsch. Ich fliege hier einfach mal ein bisschen rum. Ich beschleunige das Ganze einfach mal.
So, also gebt euch das hier einfach mal. Das ist zwar immer noch nicht das Dorf, was ich finden wollte, aber es, also das Dorf ist auch relativ nah zum Spawn. Aber hier seht ihr auch, es sind hier direkt in der Umgebung erstmal diese epische Landschaft. Da könnte man zum Beispiel einfach irgendwelche geilen Brücken bauen oder hier oben Häuser drauf oder sowas. Und es sieht einfach alles so wunderschön aus. Ich weiß nicht, ob es nur wegen Shader so ist oder weil die Landschaft einfach wirklich geil ist. Auf jeden Fall finde ich das ganze Zeug hier mega cool. Und wir beschleunigen das Ganze einfach mal, indem wir nochmal zum Spawnpunkt zurückgehen. Ich habe ja in keinem Bett geschlafen und deshalb sind wir hier wieder am Spawnpunkt. Und jetzt müssen wir einfach hier in die Richtung losfliegen, wenn ich mich nicht recht, wenn ich mich recht erinnere. Und dann dürfte ich auch gleich dieses zweite Dorf finden. Ach, ich glaube, hier vorne ist es. Ja, genau. Also guckt es euch an. Hier fliegt man lang, kommt hier vor zum, zum zweiten Dorf. Wenn ihr diesen Lavasee seht, dann wisst ihr, dass ihr es gefunden habt. Und hier ist es auch heftig. Man hat hier vorne so ein Standardbiom, dann so eine, ich glaube, Tundra, eine Wüste. Vielleicht ist hier auch irgendwo noch ein Wüstentempel. So weit habe ich noch gar nicht geschaut. Dann habt ihr hier wieder 5 Felder. Oder, nee, ich glaube, es sind sogar 6. Auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5, ja doch 5 Felder. Und es sieht einfach alles mega, mega geil aus hier in der Umgebung. Man könnte sich hier zum Beispiel einfach hier vom Villager so ein Haus abziehen und dann einfach sich reinsetzen oder so. Also sich niederlassen, besser gesagt. Und dann gehen wir hier mal in die Schmiede rein. Habt ihr wieder Lava. Also insgesamt hättet ihr dann 4 Obsidianblöcke und könntet euch schon ein Netherportal machen. Aus den 2 Dörfern, wenn ihr halt noch eine Diaspitzhacke habt. Und das hier ist natürlich auch echt heftig, wenn man neu anfängt zu spielen. Man hat 6 Eisen, ein Eisenschwert und was zu essen. Also Essen habt ihr eh genug von den, wegen den ganzen, wegen den ganzen Feldern könnt ihr euch ja genug Essen nehmen. Aber das hier ist echt geil. Also dann könnt ihr euch eine Spitzhacke, eine Axt und dann habt ihr ein Schwert und dann habt ihr eigentlich alles, was das Herz begehrt, was man so brauchen könnte, wenn man, Minecraft spielt. Und ja, also für den Anfang ist das echt geil. Ich finde es auch immer blöd, wenn man bei Seeds am Anfang schon 20 Diamanten hat, weil was will man damit? Die sind zwar ganz geil, die Seeds, weil die halt mega selten sind, aber solche Seeds mit geilen Landschaften und so finde ich echt am schönsten. Und jetzt zeige ich euch nochmal eben den zweiten Seed. Das können wir direkt ohne Cut machen. Also wir erstellen eine neue Welt und die nennen wir mal Fun Seed, weil es ist echt lustig, wie das ist, kreativ. Und das Lustige, man schreibt bei Seed, das habe ich selbst herausgefunden, ich habe es einfach ausgetestet, vielleicht gab es das auch schon länger. Auf jeden Fall bin ich selbst drauf gekommen, habe es nirgendwo gelesen. Man schreibt hier bei Seed einfach mal Village rein. Village bedeutet auf Englisch Dorf, ihr kennt vielleicht alle das Wort Villager. Man sagt ja immer, das ist ein Villager oder Concrafter hat einen Villager-Skin. Falls du das siehst, Luca, du könntest das bestimmt auch gut für deine Minecraft-Facts-Serie benutzen. Und zwar, wenn man bei der 1.7.4, 1.7.2 den Seed für den Weltgenerator Village eingibt, dann wirst du direkt, wie du gleich siehst, bei einem Dorf gespawnt. Und zwar spawne ich jetzt hier mal. Und das dauert halt wieder kurz, wenn die Welt gebaut wird. In der Zeit trinke ich mal einen Schluck Tee. Aha, okay, los geht's. Und ja, wir sind hier gerade gespawnt. Die Welt muss mal kurz laden und wir lassen das alles mal laden und ihr habt gesehen, hier sieht man halt so ein ganz schönes, ja einen ganz schönen Berg hier mit einem kleinen Löchlein drin und hier auch wieder generell eine ganz schöne Landschaft. Die Sonnenstrahlen sind aber so schön und dann sieht man hier direkt, wenn man den Seed Dorf eingibt, also den Seed Village, also man gibt den Seed Village ein und wird direkt bei einem Dorf gespawnt. Das ist ja wohl das Geilste überhaupt und ja, hier habt ihr wieder Felder. Und generell ganz schöne Sachen, eine echt schöne Landschaft. Wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Häuschen bauen würde oder so, finde ich, so eine Höhle oder sowas, kann man so ein bisschen auf Gollum machen und hat dann hier auch einen geilen Ausblick. Oder man geht halt einfach auf so einen Berg hier oben drauf und das ist schon alles echt geil. Und ja, diesmal checken wir jetzt mal die, Schmiede aus. Ich wechsle mal eben den Shader. Das hier zum Beispiel ist ein PvP-Shader, weil der nicht so aufwendig ist, aber ich finde ihn auch generell nicht so schön. Welchen Shader ich noch relativ schön finde, ist der Mr. Meep Shader. Das ist der hier. Da leuchtet die Lava richtig geil. Und ja, ich gehe einfach nochmal in die Schmiede hier rein und zeige euch, was hier drin ist. Also ihr habt ja wie immer hier wieder Lava, Öfen, bla bla bla, so wie es halt bei jeder Schmiede ist. Hier ist die Truhe, wir gucken mal rein.
und 2 Eisen. Also Eisenschwert könnt ihr euch machen, dann habt ihr direkt ein bisschen Eisenrüstung und was zu essen. Also auch ein echt geiler Seed, aber bei dem Seed ging es wie gesagt mehr darum, dass es einfach total lustig ist, dass man Village eingibt und dann auch direkt bei einem Village, also bei einem Dorf rauskommt. Gut, meine Freunde, dann würde ich sagen, war es das von mir und meiner Seed-Vorstellung, meiner ersten. Wenn euch diese Seed-Vorstellung gefallen hat und ihr vielleicht mehr Seed-Vorstellungen sehen wollt, dann könnt ihr vielleicht ein Like da lassen und es in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann würde ich einfach sagen, meine Freunde, haut rein, macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.